Neukölln. Ein Bezirk zwischen Spekulation, Vertreibung und rechtem Terror. Diskussion über rassistische und neofaschistische Übergriffe und Gegenstrategien. Mit Ferhat Kocak, Mitglied des Abgeordnetenhauses für Die Linke, Katinka Krause von der Galerie Olga Benario sowie Roswitha Barkert von Basta Britz. Die Veranstaltung wurde moderiert durch Rainer Balcerowiak von der Redaktion des Mieterechos. Teil 3. Roswitha Barkert. Ihr seid ja nur wirklich für eure Zähigkeit inzwischen bekannt sozusagen, mit euren Mahnwachen. Was hat denn eure bisherige Arbeit gebracht? Und was bedeuten jetzt auch aktuell noch die allgegenwärtigen rechten Strukturen in eurem Kiez? Also ich glaube, kann man jetzt nicht so messen, was hat es gebracht. Natürlich, durch die Beständigkeit hat es eine Zeit lang auch eine Medienpräsenz gegeben. Wir sind dann auch ein bisschen befragt worden, hofiert worden. Vom Gefühl her habe ich gedacht, eine Zeit lang, also wir machen es ja eigentlich schon seit 11 Jahren oder seit 10 Jahren. Wir haben uns in einer anderen Initiative 2012 zusammengetan als Anwohnerinitiative, weil 2011 die Übergriffe auf das Haus der Familie Schott stattgefunden haben und die Gott sei Dank nicht den Mund gehalten haben, sondern dann mal an die Öffentlichkeit gegangen sind, sodass wir davon überhaupt Kenntnis erlangt haben. Und seitdem versuchen wir halt, dem entgegenzustehen und haben dann 2018 haben wir uns auf ein Thema fokussiert, nämlich die rechten Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden und die nicht aufgeklärten Straftaten, weil das ja ein Skandal ist schlichtweg, dass seit über 10 Jahren nicht eine der rechten Straftaten, und in Neukölln sind es ja über 70, nicht eine hat Aufklärung gefunden. Da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, woran das wohl liegen könnte. Messbare, also das ist schwer zu sagen. Gefühlt würde ich sagen, die Anschläge nehmen mal ab und dann kommen sie intervallartig, nehmen sie mal wieder eine Zeit lang zu. Und ich meinte, erreicht auch, inwieweit ihr andere Anwohner bei euch in... Schwierig. Es ist eine Idylle. Ja. Britz Hufeisensiedlung ist eher idyllisch strukturiert. Und also es gibt 2 Initiativen, die da sehr aktiv sind, und es gibt inzwischen auch Mitbewohner oder Anwohner, die mitmachen, aber das Gros möchte doch in Ruhe gelassen werden, nach wie vor. Das ist mit ein Hauptgrund, warum ja auch so eine rechten Strukturen und diese rechten Übergriffe überhaupt Wirkung zeigen können und stattfinden können, wenn es so eine schweigende, wabernde Masse gibt. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, also natürlich gibt es auch in anderen Bezirken Nazis und Rassisten, die auch mal auf die Straße gehen. Aber von der Intensität her ist das in Neukölln für Westberliner Verhältnis, das muss man betonen, im Osten ist alles ein bisschen anders gewesen und teilweise auch heute noch, ist ja Neukölln da wirklich ein absoluter Hotspot, was rechte Aktivitäten betrifft. Woran liegt das? Also ich glaube ja in dem Zusammenhang schon gar nicht so sehr an Zufälle. Also warum konnten sich diese Strukturen gerade in diesem Bezirk so verfestigen? Also wenn ich da eine richtige Antwort drauf hätte, würde ich damit Geld verdienen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, was zu beobachten war, was mit Gründung der Gropiusstadt, da war immer ein Hotspot. Es hat, glaube ich, auch immer damit zu tun, dass man so eine Art Ghettoisierung betreibt. Ja, Gentrifizierung spielt dann auch eine Rolle. Da haben wir Jahrzehnte schon immer Probleme gehabt. Und wenn ich mich recht erinnere, war 2011 so ein Jahr, wo die Nazis probiert haben, ich nenne das immer, Raum zu erobern. Da haben 2 Anschläge aufs Schmaushaus stattgefunden und dann in der Hufeisensiedlung verschärft, mehrere Anschläge. Also jetzt einfach immer nur auf eine Arbeitslosigkeit, soziale Brisanz oder so zu schieben, fürchte ich mich manchmal, finde ich manchmal zu kurz gedacht. Ja, weil, also nur einfach, weil man kein Geld hat, muss man nicht Nazi werden.
Also da scheint so eine Gemengelage zu sein, wo mehrere Sachen zusammenkommen. Jede Initiative ist auf ihre Art und Weise verdienstvoll. Aber wie kann man vorankommen, dass man diese Sachen so vernetzt, dass wirklich der Widerstand größer wird, koordinierter? Untereinander, die einzelnen Initiativen müssen zusammenarbeiten. Erstmal. Und weiterhin versuchen, Öffentlichkeit herzustellen. Dann das, was eine Straftat ist, muss so benannt werden. Man muss darauf achten, dass die richtig eingeordnet werden. Wir hatten das große Problem, dass es politisch motivierte Kriminalität angeblich in Britz gar nicht gab. Das war Sachbeschädigung, ja, denn die 16 Stolpersteine, nur exemplarisch, ja, die 16 Stolpersteine, das war Sachbeschädigung, das war politisch gar nicht motiviert. Also darauf muss man achten, dass die Straftaten richtig eingeordnet werden. Beharrlichkeit, denke ich schon, gehört auch dazu, Rückgrat behalten und weitermachen und versuchen, solidarisch miteinander dagegen vorzugehen. Was wir natürlich auch noch versucht haben, ist in der Siedlung selbst, ne, Veranstaltungen zu organisieren, zu flyern zu bestimmten Vorfällen. Jetzt hat ja gerade in der Giloa-Straße auch wieder ein Auto gebrannt, ja, dass man dann auch mit den Betroffenen den Kontakt sucht und denen auch das Gefühl gibt, dass sie nicht allein gelassen sind. Ja, das ist auch ziemlich wichtig. Eine Mieterecho-Veranstaltung in Kooperation mit Die Linke Neukölln. Weitere Informationen unter www.bmgev.de und dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.